Contradiction. Und damit Hallöchen, 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 herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ich mach's mal gerade ein bisschen leise. Wir spielen Contradiction, ein All-Video-Murder-Mystery. Also es ist alles echt Film. Ich probiere es mal mit Facecam. Also falls ich die Facecam am Ende reingemacht habe, ich winkel gerade. Falls es nicht passt vom Bild her, wenn die nirgendwo hinpasst, dann lasse ich es ohne Facecam. Ja, es ist so ein Rätsel-Detektiv-Krimi-Adventure, was alles in Echtfilm gemacht ist. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe den Entwickler mal angeschrieben, wie es mit deutschen Untertiteln aussieht. Er hat leider noch nicht geantwortet. Ich habe mich natürlich direkt feilgeboten als alter Frenbo-Übersetzer. Aber leider noch keine Antwort. Deshalb fangen wir einfach mal ein neues Spielchen an, würde ich sagen. Jetzt mal gucken, ob die Captions an sind. Captions on, sehr gut. Damit wir nämlich wenigstens die englischen Untertitel haben. Also wer des Englischen so gar nicht mächtig ist, der, ja, ob das für den so viel Sinn macht, weiß ich nicht, ist halt alles auf Englisch. Die Untertitel und das Gesprochene. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Contradiction, Friday after 5 p.m. My name is Jenks, Detective Inspector Frederick Jenks, and I've been assigned to a last-minute investigation into the death of Kate Vine, a PhD student found drowned at midnight last Friday in a lake in the woods on the outskirts of the tiny village of Edenton. I have until first thing tomorrow morning to decide whether her death was a simple accident or whether this was murder. Kate Vine appeared to the world to be a bright, confident, fun-loving PhD student with everything to live for. However, a history of depression and alcoholism revealed in her medical records suggests that in reality, she had become adept at hiding behind a mask. A lab report indicating a high level of alcohol in her blood, along with the late hour of her death and a lack of witnesses, makes a strong case that this was suicide. But the verdict overlooked some curious details. Why was her driving license found on the opposite side of the lake in which she drowned? Also, there were traces of morphine in Kate's system. Where did she get it? Kate was known to be a free spirit with a nihilistic love of danger, which may, in part, have something to do with a business course called Atlas, which Kate had joined and which she had been attending on the night of her death. Based in a large, stately home on the outskirts of the village, the exclusive Atlas is run by father and son team, Paul and Ryan Rand. Both were interviewed following Kate's death, but neither claimed to have seen Kate after the meeting, and both were understandably eager to distance themselves and Atlas from the tragedy. This isn't the first time that Atlas has been investigated. Atlas and their questionable methods, which many have suggested border on mind control. Ryan is married to Rebecca, landlady of Edenton's village pub, the George and Dragon. As yet, she hasn't been interviewed, though it's likely Kate visited the pub on more than one occasion. One of Kate's friends was Emma Bowman, who lives at Eden Lodge on the road leading out of Edenton village. Emma was also doing a PhD at the same university, but didn't attend Atlas. Interviewed after Kate's death, Emma seemed shocked and upset, insisting she hadn't seen Kate that night. However, it turned out her boyfriend had. Simon Thompson met Emma at university. After completing his degree around 18 months ago, he went to work at a shop in the neighboring village. He started at the Atlas course a few months ago. Simon insisted that he didn't see Kate after the meeting, but the sergeant interviewing him noted he seemed oddly unmoved by her death, which makes him the first person I want to see tonight. It's time for some answers. Don't forget to press D to see the map and use the tips from the menu. Ja, also, um das mal kurz zusammenzufassen, woran ich mich noch erinnere. Wir haben Kate, die ertrunken ist, wo aber auch Morphium in ihrem im Kreislauf gefunden wurde. Und ihr Führerschein lag auf der anderen Seite des Sees. Sie war in dieser diesem komischen Verein Atlas, der schon häufiger mal mit so ein bisschen Gedankenkontrolle, Gedankenbeeinflussung in Verbindung gebracht wurde. Und ihre Freundin Emma, die auch, sie hat glaube ich Medizin studiert, ja Medizin, Emma hat auch Medizin studiert, war aber nicht bei Atlas und sie war total schockiert, dass sie tot ist und hat Kate aber nicht gesehen. Aber ihr Freund, der Freund von Emma, hat Kate gesehen und wir sollten auch im Pub nachschauen. Aber er hat gesagt, wir sollten zuerst zu dem Boyfriend.
Welcome to Evenville. Choose the direction keys and controller. Controller funktioniert leider noch nicht. Ja, okay. Use the inventory button to see collected items. Ja, okay. Was war... Ach, das war das Menü, genau. A war das Menü. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ach, Resume Game. Okay. S war... Ach, das war das Ausschalten. Und D... D war die Map. Okay. Wir könnten jetzt zur Eden Lodge. Kann ich auf der Karte mich auch bewegen? Ah, ja. Er hatte gesagt, er will zuerst mal mit Simon reden. Dann gehen wir noch mal dahin, zur Eden Lodge. Dann gehen wir mal nach rechts in die Eden Lodge. Und wir klopfen mal an, um Simon zu treffen. Is it Simon? Yeah. Detective Inspector Jenks. I'm investigating an incident in the village. Could I come in and ask you a few questions, please? Yeah. Thank you. Ich mag sowas ja voll gerne. Es könnte extrem trashig werden, aber... We can just go through here if you want. Emma's working in the front room. Hi. This is Inspector James. Jenks. What's all this about? There was a death in the village. Kate Vine, I believe you both knew her. Yeah. Do you need to speak to both of us? I'll just speak to Simon first, if that's okay. Just come through. Also es könnte trashig werden, aber es hat echt gute Bewertungen auf Steam. Ich bin sehr gespannt. Oh, this will be fine, yeah. Do you want anything? Water? No, I won't be long. Okay. Wir nehmen jetzt seine Aussage auf. Okay, wir haben jetzt hier wahrscheinlich die verschiedenen Themen, die wir ansprechen können. Your first interview. First pick an item you want to ask about. Then press the select button to see Jenks ask about it. When you have heard the reply, you see a summary of what's been said at the box at the bottom. Okay. Selecting an item you've already asked about shows a summary of replies. Now select any reply to add it to the contradiction box on the right. You can add two replies. Ah, okay. Da sollen wir also jetzt die Widersprüche rausfiltern und die dann da in diese Boxen, ich habe keine Maus, in diese Boxen da rechts einfügen und dann einen Widerspruch herleiten. Jetzt sollen wir nämlich nach Widersprüchen suchen. Wenn wir zwei widersprüchliche Antworten bekommen, sollen wir sie in die Widerspruchsbox werfen und wenn sie grün werden, sollen wir uns zurücklehnen und zuschauen, wie Jax unseren Interviewpartner befragt. Okay, wir können jetzt hier... Aha, Kate Vines Death oder wir fragen erstmal nach dem... nach ihrem Tod im Allgemeinen, würde ich sagen. Enter to ask and add to box. D, repeat answer. Okay, enter. When was the last time you saw Kate Vine? So last Friday's meeting, I think. Did you see her after the meeting? No. How long have you known Kate? That would be when we started Atlas. 3 months ago. Did you socialize outside Atlas? No. How would you describe her? What sort of person was she? Well, she's talented. She was full of life, you know? Sharp, quite sharp. Would you say she had any emotional problems? Her mood could change. And, well, there was the drinking problem. When did you become aware of that? Well, she would come drunk to meetings sometimes. And she would reek of the stuff. I mean, everyone knew, but nobody really said anything. So, tell me a bit about Atlas. Well, it's just a business management training program for postgrads. And you started this after you left college? Yeah. And it's on every Friday? Yeah, well, my group isn't doing it this Friday, but one of the groups is. Okay, thanks. Okay, er hat sie zuletzt gesehen bei dem Atlas-Meeting am Freitag. Er kennt sie nur seit 3 Monaten. Er hat sich mit Kate nicht außerhalb Atlas getroffen und sie schien oft betrunken zu sein. Okay, dann fragen wir mal nach dem Führerschein, ob er da irgendwas... Was soll er darüber wissen eigentlich, oder? Aber wir fragen ihn trotzdem mal. Did you know whether Kate had lost this or not? No. No, I don't think so. Never seen it before. Okay, er weiß nichts über die License.
Okay. Ja, dann können wir ja hier rausgehen, wa? Dann interviewen wir mal Emma. Probably be back later. Don't worry, it's only a few questions. Yeah. Yeah. Erstmal sie. Sie wurde ja im Intro gesagt, sie war sehr erschüttert über den Tod von Kate und deswegen fragen wir sie mal. When was the last time you saw Kate Vine? It was last Thursday in the college library. I saw her and we chatted for a bit. She seemed her usual self. What was her usual self? Oh, just Kate being Kate. You know, a bit wild. Wild? What way wild? Oh, she just used to question everything, you know. Have arguments with the lecturers, things like that. What else? Kate had a drink problem. How noticeable was that? Well, it wasn't at first, but as the year went on, she'd be drunk in the afternoon. But I think she cut down, you know, towards the end of college and when she started her PhD. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier... Hat sie nicht oft gesehen? Okay, wir fragen nach... Ich sehe noch keine Widersprüche. Seht ihr da schon Widersprüche? Ich sehe noch keine Widersprüche. Did you know whether Kate had lost this or not? I don't know, but I don't think so. Okay. Okay, sie glaubt nicht, dass sie die... Okay. Ja. That's all for the moment. Thank you. Ist voll cool gemacht irgendwie. Er weiß nichts von der License. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir. Be back later on, if that's okay. Best to knock on the window for Emma. Simon always answers the front door. Okay, hier kann man klopfen, um mit Emma zu reden. Wie cool. Questions, if you don't mind. Eigentlich haben wir keine. Ich wollte nur mal eben ans Fenster gucken. Tschö. Okay, that's it for now. Thank you. Das ist ja cool. Aber da geht er trotzdem zur Tür raus. Okay, na, macht er nichts. Dann gehen wir mal, returnen wir zur Woods Lane. Woods, Woods. Wir können jetzt in die Wälder gehen. Gehen wir mal in die Wälder. Da wurde die Leiche gefunden, okay? Path to the right, go left into the woods. Gehen wir mal nach links. Go to the jetty, go left further into the woods. Gehen wir mal zum Jetty. On the jetty. Da kann ich jetzt was investigieren. As to use an item A to see suspect reply details. You can't use case death. Okay, das kann ich also nicht. Okay. Ist das denn, ich muss mal eben gucken in die Controls. Investigate is S. Okay, Investigate is S. Jetzt muss ich, glaube ich, hier leider nochmal links, rechts, oben, unten. Menü, Inventar, Investigate, Map. Also wir müssen mal S drücken. Ach nee, ich muss ja hier Resume Game. S. Like a piece of jewelry there, stuck between the boards. Well and truly wedged in. Okay, das kriegt er jetzt also nicht raus, oder was? Aber da liegt Jewelry rum. Gehen wir einfach mal weiter in die Wälder. Gucken, wo wir da hinkommen. Into the clearing. Da ist aber auch nichts. Dann gehen wir jetzt hier Richtung... Ach, Richtung Atlas gehen wir hier. Okay. Das könnte vielleicht auch noch interessant werden. Einfach mal Atlas betreten. Und hier mal nachfragen. Oh. Oder auch nicht. Have to come back later, I think. Okay. Da können wir also noch nichts tun. Dann nutzen wir doch mal die Karte. Damit wir uns ein bisschen schneller bewegen können. Da können wir nicht hin. Dann gehen wir nochmal in den Pub und gucken mal, ob uns dort nicht jemand weiterhelfen kann. Dann gehen wir mal in den Pub rein. Wenn überhaupt jemand ist. Scheinbar nicht.
Okay, der Pub ist noch geschlossen um 15 Uhr nachmittags. Paul und Ryan Rand, wer sind die denn? Go behind Brandon House. Machen wir das mal. Aber hier ist auch nichts. Okay. So, sind wir hier. Call the Chief. Warum kann ich ihn anrufen? Wir rufen einfach mal den Chief an. Gucken, was da passiert. Gar nichts scheinbar. Ist auch nicht da. Kann ich auch nicht mit dem reden. Sehr schön. Gehen wir mal hier left. Ist hier irgendwas? Nee. Das Post Office interessiert uns irgendwie auch nicht so wirklich. Wir können auch nur hinter dieses Brandon-Haus gehen. Und nicht da rein. Hier haben wir noch was, was wir untersuchen können. Was war das? S? Ja. Investigate. Always managed to randomly find a key on the floor. Ja. Okay, wie komme ich jetzt ins Inventar? Enter? Ach, Enter, genau. A silver key. Kann ich ihn hier benutzen? Nee. Vielleicht, obwohl der ist wahrscheinlich nicht für Atlas, oder? Der ist bestimmt nicht für Atlas. Wir gehen nochmal hier zu denen, ob wir die über den Schmuck und über den Schlüssel vielleicht befragen können. Wir fragen erstmal Emma. A few more questions, if you don't mind. So, wir haben nur den Schlüssel neu, okay. It isn't worth. Ach, okay, das ist gar nicht wert, sie danach zu fragen. Thank you. Simon? Probably be back later. Auch nicht. Ich dachte, gut. Das Einzige, was abgeschlossen ist, ist dieses Atlas-Ding. Dann gucken wir doch mal, ob wir denn ob wir denn hier bei Atlas diesen Schlüssel benutzen können. Kann ich hier den Schlüssel irgendwie benutzen? There's no use for the silver key here. Ich stehe aber auch nicht mehr vor dem Tor und kann nicht mehr an das Tor selber ran. Okay. Aber gut, wir sollten das vielleicht mal ablaufen hier, damit, falls wir hier noch irgendwas sehen, was wir benutzen können oder so. Hier können wir hier den Schlüssel benutzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Mit dem Schlüssel, vielleicht mit dem Schlüssel das da rausprökeln? Nee, schade. Also ich hätte das jetzt probiert, das hätte bestimmt geklappt. Hier ist aber auch nichts. Warum kann ich denn ja nicht hinter das Brandon-Haus? Das verstehe ich ja auch nicht. Und ich kann hier auch... Kann ich hier den Schlüssel verwenden? Nee. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwas eingeblendet wird, wenn man den verwenden kann. Keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt, das Spiel. Unglaublicherweise. Wenn jetzt vielleicht ein Chief an uns sagen, wir haben einen Schlüssel gefunden? Ich glaube, Chief ist nicht da. Nee. Chief ist nicht da. Sonst nirgendwo mehr hin. Was machen wir denn jetzt noch? Schade, dass wir hier nicht mehr vor dem verschlossenen Tor stehen und diesen Schlüssel mal ausprobieren können. Dass wir hier jetzt nicht noch was tun können. Hier haben wir dieses Jewelry da gefunden. Ich würde ja gerne mal jemanden danach fragen, ob die irgendwie überhaupt viel Schmuck getragen hat oder... Sonst noch irgendwas, wo wir hin können? Das ist die Abbey Farm. Achso, das ist das, wenn ich dahinter hinter dieses eine Haus gehe. Da bin ich bei der Abbey Farm. Sonst kann ich aber auch nirgendwo hin hier. Dann heißt es, ich muss eine Lüge rausfinden. Er hat sie zuletzt beim Meeting am letzten Freitag gesehen. Er kennt sie nur seit 3 Monaten. Er hat sich außerhalb von Atlas nicht mit ihr getroffen. Und sie schien oft betrunken. Das ist aber doch keine... Das ist doch kein Widerspruch.
Vielleicht das und das. Aber das ist auch kein Widerspruch. Ich sehe da keinen Widerspruch. Es tut mir leid. Ach, da kann ich... Ah, okay. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Das macht ja auch alles keinen Sinn. Ich kann also... Okay, ich kann auch zu den verschiedenen Sachen... Da kann sich auch was... Okay, warte mal. Kann das denn betrunken und hier Führerschein? Nee. Ich sehe hier keine Widersprüche. Seht ihr hier Widersprüche? Ich mache mir mal ganz investigativ ein Zigarettchen an. Ich glaube übrigens, ich werde das ein bisschen zusammenschneiden. Das macht da alles gar keinen Sinn. Das irgendwie... Ich würde die gerne nach dem Schlüssel fragen, ganz ehrlich. Irgendwie verdächtige ich doch eher Simon. Ich verdächtige ja eher Simon, aber... Ich probiere jetzt einfach mal alles aus miteinander, weil ich gerade echt nicht weiß, was hier gewollt ist. Also irgendwas geht mir völlig ab. Okay, da passt nichts. Also da ist nichts ein Widerspruch. Da ist ja auch nichts ein Widerspruch. Das ist ja gerade das Problem. Das stimmt ja alles. Das ist ja alles völlig klar. Fett. Thank you. Probably be back later. Hä? Hä? Ich kann nichts mehr tun. Es gibt nichts mehr zu tun für mich. Ach, hier kann ich nochmal was investigieren. Ach was. Wow, isn't that interesting? Aha. Kann ich jetzt hier den Schlüssel verwenden? Okay. Aber vielleicht können wir jetzt irgendwie da noch was fragen zu diesem Dings, was wir da gerade gesehen haben. Ich weiß nicht, was er daran jetzt so interessant fand, aber... A few more questions, please. Wir fragen einfach mal. Nee, können nicht zu irgendwas Neuem fragen. Die Zeit vergeht auch nicht wirklich. Das heißt, können wir hier vielleicht den Schlüssel verwenden? Nee. Können wir irgendwas verwenden? You can't use Kate's death, sorry. Das ist schön, also so mittelschön. Warum können wir hier hinter? Ich bin völlig überfragt. Ich glaube, ich lasse das erstmal so für die erste Aufnahme hier. Wenn ihr Ideen habt, ich richte das jetzt an dich. An dich, der du da gerade zuguckst. Was soll ich tun? Ich möchte hier mal nicht in die Komplettlösung schauen. Ich möchte... habe ich irgendwelche Widersprüche übersehen? Ich habe alles mit allem kombiniert. Es gibt keine Widersprüche. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Contradiction. Macht's gut. Tschüsschen. Ich muss den Knopf drücken. Tschüsschen.